Hallo und willkommen zurück bei teigwelt.de. Dieses Mal haben wir uns 5 Teigroller genauer angeschaut. Wir hatten jeweils verschiedene Ausführungen und verschiedene Materialien. Produkt Nummer 1, der Norpro Teig- und Pizzaroller. Er hat den Vorteil, dass er sehr klein und handlich ist. Dadurch haben wir die Möglichkeiten, auch bis in die Kanten zu rollen. Zum Beispiel, wenn man etwas eine Auflaufform ausrollen möchte oder jetzt bei der Pizza vielleicht auf ein Pizzablech und dort bis in die Kanten reinkommen möchte. Der Roller insgesamt war sehr praktisch. Er war klein, man konnte den Druck sehr gut dosieren, den man aus dem Teig ausübt. Und man konnte wirklich problemlos damit rollen. Es ist nichts angeklebt und dazu ist er noch sehr platzsparend, wenn man ihn später verstauen möchte. Er kann nicht in den Geschirrspüler, das ist ein kleiner Nachteil, sondern muss mit fließendem Wasser lieber auch nur trocken abgewischt werden. Der Pizzaroller hatte einen sehr guten Schwerpunkt, er lag gut in der Hand und insgesamt ist das Produktgewicht sehr gering. Man hat keine Probleme mit dem Teigroller zu hantieren. Produkt Nummer 2, die Kaiserflex Teigrolle. Der Griff war etwas wackelig, es gab sehr viel Spiel und als ich die Rolle ein bisschen so in der Luft gedreht habe, hat sie gequietscht. Laut der Produktseite soll sie besonders leicht laufen. Das konnte ich jetzt in dem Test nicht unbedingt feststellen. Die Silikonbeschichtung ist praktisch, es klebte wenig an. Klar hat der Teig sich auch mal um die Teigrolle gewickelt. Ich habe aber auch wenig Mehl oder von einem Hartweizengrieß oben auf den Teig drauf gemacht. Die Kaiserteigrolle war nicht mein Favorit. Der Teig blieb immer mal wieder kleben. Ich fand, die Rolle lief nicht besonders leicht. Und auch im Vergleich zu den Modellen ohne Griffe war hier die Handhabung. Produkt Nummer 3. Ein klassisches Nudelholz mit Griffen aus Holz. Hier muss man wirklich sagen, es ist das absolute Standardprodukt, wie es wahrscheinlich jeder kennt und was man auch mit dem Namen Nudelholz assoziiert. Man muss auch sagen, dass das Nudelholz gut gerollt hat. Der Teig blieb jetzt hier nicht mehr oder weniger kleben als bei dem Modell mit Silikonbeschichtung. Was ein Nachteil ist, das Modell aus Holz kann nicht in den Geschirrspüler. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das jetzt ein Nachteil ist oder ob es einem egal ist. Preislich gesehen liegt das Nudelholz ganz weit vorne. Das ist nämlich das günstigste Produkt, das wir hier im Test hatten. Und trotzdem konnte es bei der Leistung durchaus mithalten. Produkt Nummer 4, Home Easy Teigrolle. Dies ist eine Variante aus Edelstahl und ohne Griffe. Die Rolle ist relativ klein vom Durchmesser, das macht das Handling etwas schwerer. Die Rolle ist mit 46 cm die längste im ganzen Test. Das Edelstahl ist wirklich gut verarbeitet, es ist Spülmaschinen geeignet, es klebt wenig an und optisch ist die Rolle auch noch schön. Mir war die insgesamt etwas zu groß, sodass ich immer wieder irgendwo angeeckt bin. Produkt Nummer 5, Treebox Profi Teigrolle. Diese Teigrolle konnte mich komplett überzeugen. Es hat nichts angeklebt und das Handling war hervorragend. Die Rolle ist relativ kurz und hat einen etwas größeren Durchmesser als die Edelstahl-Variante. Man kann den Druck perfekt auf den Teig dosieren, und das Ausrollen ist dadurch mühelos. Die Rolle ist spülmaschinen geeignet, langlebig und beim Auspacken hatte ich keinerlei unangenehme Gerüche von dem Silikon. Kommen wir nun schon zum Fazit. Gewinner in diesem Praxistest sind für mich 2 Produkte. Der Norpro und der Treebox Teigroller. Der Norpro wegen der Handlichkeit und weil es sehr leicht war, die Pizza damit auszurollen. Aber wenn man ein bisschen mehr Teig verarbeiten möchte, braucht man auch eine Alternative. Der Teigroller von Treebox war wirklich hervorragend. Man konnte die Kraft perfekt dosieren und es klebte nichts an. Zusätzlich war die Reinigung auch noch sehr leicht.
Vielen Dank für das Schauen des Videos. Hat euch das Video gefallen? Gebt mir noch bitte einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt einfach einen Kommentar unter das Video.